Am Freitagabend hat im Regensburger Dom eine feierliche ökumenische Vesper stattgefunden. Hierzu hatte Bischof Rudolf Voderholzer alle orthodoxen und evangelischen Christen herzlich eingeladen. Anlass war der 50. Jahrestag der Veröffentlichung von Unitatis Red Integratio, dem Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das Fest der Ökumene ging schließlich im Kolpinghaus zu Ende.